Ja, unsere finanzielle Lage ist viel besser als die der meisten anderen Städte. Wir haben jetzt zum 8. Mal hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt ohne Netto-Neuverschuldung verabschiedet. Das ist auch wichtig für die nachfolgenden Generationen, dass wir ihnen einen künftigen Spielraum für die dann notwendigen Entscheidungen eröffnen. Wir haben auch als Großprojekt die Landesgartenschau angespart. Die finanziellen Leistungen der Stadt betragen bei diesem Projekt 18,3 Millionen Euro. Wir sind die erste Stadt in Bayern, die eine Landesgartenschau durchführt und vorher der notwendige Anteil bereits erbracht worden ist. Wir haben in den vergangenen Jahren klare Schwerpunkte gebildet. Wir haben auch in anderen Bereichen gespart, haben Prioritäten gebildet. Und so ist auf der einen Seite die notwendige Investitionskapazität vorhanden gewesen und auf der anderen Seite haben wir uns nicht übernommen. Im Gegenteil, wir haben unsere Schulden sogar abgebaut von 37 Millionen bis 31,6 Millionen heute.